verrückt. Hey! Hey, lass das! Warum muss sowas immer mir passieren? Wenigstens habe ich das Bett voll. Wo zum Geier bin ich hier? Ich glaube, ich hätte vorhin links abbiegen müssen. Ich sollte besser nach dem Weg fragen. Entschuldigung, wissen Sie, wo Kalypsos Zauberladen ist? Ja! Ein einfaches Nein hätte gereicht. Alles klar, Captain. Hast du ihn gut verschnürt? Ich habe eine Eisenkette verwendet, Captain. Gut, gut. Dann geh nun und lass die Segel setzen. Sie sind bereits gesetzt, Captain. Sonst würden wir uns nicht bewegen, Captain. Bereits gesetzt, sagst du? Jo, Captain. Sicher? Jo, Captain. Was ist mit dem Anker? Was soll mit ihm sein, Captain? Ist er gelichtet? Jo, Captain. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, Captain. Nun, dann geh einfach und mach irgendwas. Danke, Captain. Gut, ihr Landratten. Ich möchte, dass ihr wisst, wer hier das Kommando hat. Ich, verstanden? Kapitän Long John Silver. Und wagt ja nicht den Versuch, mich zu hintergehen. Wenn ihr irgendwelche Tricks versucht, ihr wisst schon... fliehen oder so etwas, dann müsst ihr euch vor mir verantworten. Ich möchte außerdem, dass ihr wisst, dass ihr als Sklaven verkauft werdet, sobald wir in Kalimari anlegen. Also macht das Beste draus. Entschuldigung? Ja? Hey Mann, wo hängt's denn? Was? Ich sagte, wo hängt's denn? Wer hängt wo? Nicht wer. Es. Großartig. Jetzt haben wir schon nur zwei Sklaven und einer ist auch noch verrückt. Der nennt mich verrückt? Er ist mit Goldketten behängt und sieht aus wie aus einer Fernsehserie. Entschuldige bitte. Sei still, Dummkopf. Ich denke nach und ich hasse es, wenn ein Dummkopf redet, während ich nachdenke. Kenne ich dich nicht von irgendwoher? Ich sagte, du sollst still sein. Ich arbeite gerade einen Fluchtplan aus. Du hast Glück. Ich bin der königliche Hofzauberer. Ach ja? Na, dann zauber uns hier gefälligst raus, Mann. Nun, ich... ich werde... ich glaube nicht, dass er mit mir reden will. Ich glaube, dies ist meine einzige Chance. Los geht's. Hokus Pokus, Abala Poch, Magie, Magie, hol mich raus aus diesem Loch. Was sagt man dazu? Es hat funktioniert. Ich sollte mich für eine eigene Fernsehshow bewerben.
Ich nehme nur die Augenklappe, wenn's recht ist. Ich glaube nicht, dass er mit mir reden will. Wo wolltest du gerade hin, hä? Ich suche nur die Toilette. Matt! Yo, Captain! Na schön, du stinkig, steife, winselnd, weinende, jämmerlich jammernde Landratte, pass auf! Ich habe nach sorgfältigen Überlegungen beschlossen, dich nicht als Sklaven zu verkaufen. Um meinen unersättlichen Sadismus zu stillen, werde ich euch beide massakrieren. Deshalb werdet ihr genau zur Mittagsstunde beide am Galgen baumeln und... Captain? Nicht jetzt, nicht jetzt. Stör mich nicht bei meiner Rede. Also, ich werde mit großer Freude eurer Hinrichtung... Captain? Willst du wohl aufhören, mich zu unterbrechen? Es ist aber wichtig, Captain. Es kann sicher 30 Sekunden warten. Und, wo war ich denn geblieben? Ach ja, ich werde mich also daran ergötzen, wie ihr im Winde zappelt und... Sie sollten das, wirklich wissen, Captain. Na schön, aber wehe, wenn es nicht wichtig ist. Wir haben keinen Galgen, Captain. Keinen Galgen, sagst du? Nein, Captain. Warum nicht? Wir hatten noch nie einen, Captain. Oh, gut. In diesem Fall werdet ihr also zur Mittagsstunde in der Folterkammer langsam und qualvoll den Tod durch... Captain? Wir haben keine Folterkammer, stimmt's? Nein, Captain. Tut mir leid, Captain. Kein Galgen, keine Folterkammer. Haben wir überhaupt hier irgendetwas Gefährliches auf diesem Kahn? Eigentlich nicht, Captain. Die Gesundheitsvorschriften. Sie wissen schon, Captain. Wir haben einen ziemlich scharfen Löffel, Captain. Warte, ich habe eine bessere Idee. Also, ihr zwei Bürschchen, der Plan wurde geändert. Genau zur Mittagsstunde werde ich euch über die Planken schicken und den Haien zum Fra... Wir haben eine Planke, oder etwa nicht? Das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt, oder? Nein, Captain. Es ist nur so, dass... Sag nichts. Es ist gegen die Vorschriften. Nein, Captain. Unsere Planke ist kaputt. Wir müssen sie erst noch flicken. Schön, gut. Also, zur Mittagsstunde gehen wir... Geben Sie uns besser Zeit, bis 15 Uhr, Captain. Um genau 3:15 werdet ihr über die Planke in haiverseuchtes Wasser... Nun, nicht direkt verseucht, Captain. Sag mir nicht, dass es hier keine Haie gibt. Daran ist das Klima schuld, Captain. Es ist zu kalt für Sie. Wissen Sie, der gewöhnliche Wald- und Wiesenhai bevorzugt... Zur Hölle, hier muss es doch irgendwelche gefährlichen Tiere geben. Es gibt hier in der Gegend einen wirklich bösartigen Delfin, Captain. Delfine sind nicht gefährlich. Im Gegenteil, sie zeigen Matrosen den Weg in den rettenden Hafen. Dieser nicht, Captain. Er zeigt den Matrosen den Weg zu den Haien. Er ist ein bisschen andersrum. Gut. Noch einmal von vorne. Um 3:15 werdet ihr über die geflickte Planke in delfinverseuchtes Wasser geschickt. War das diesmal richtig? Jo, Captain. Keine Probleme damit? Keine Verstöße gegen irgendwelche Vorschriften? Nein, Captain. Gut. In der Zwischenzeit kannst du dich nützlich machen. Ich mag den Schnitt deiner Klamotten. Mein alter Schiffsjunge hat vor ein paar Tagen einen unvorhergesehenen Unfall. Du wirst ihn ersetzen. Wenn du gut bist, schenke ich dir vielleicht dein Leben. Matt! Jo, Captain! Bring ihn in meine Kabine. Jo, Captain! Gut, bist du mit den Aufgaben eines Schiffsjungen vertraut? Nein. Nein, Captain. Nein, Captain. Ich auch nicht. Du solltest am besten jemanden von der Crew danach fragen. Die müssten es eigentlich wissen, okay? Ja, Captain. Dann sieh zu, dass du in Erfahrung bringst, was deine Aufgaben hier an Bord sind. Ja, Captain. Gut.
Mann, hab ich ein Glück. Jetzt muss ich nur schnell das Bad Full finden und zusehen, dass wir zurück zum Hafen fahren.